Hey, ich bin Timo. Allrounder sind absolut beliebt, also Parfums, die du immer und überall einsetzen kannst, aber das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich möchte es ein wenig detailreicher machen. Hier bekommst du 12 Allrounder, aber das Ganze aufgeteilt. Du bekommst den jeweils besten Duft für jeden Monat im Jahr, von Januar bis Dezember, der jeweils beste und passende Duft für diesen Monat. Ich würde sagen, wir haben sehr viel zu tun. Lass mal direkt loslegen. Ab geht's. Wir starten natürlich mit dem Januar. Es ist verschneit, es ist kalt, die Heizung ist leider an, das kostet sehr viel Geld. Wir haben kaum Sonne, es bringt nicht so viel Spaß. Also dachte ich mir, da passt so ein Duft, der uns Wärme gibt und Süße. Ein absolutes Träumchen. Ich würde eigentlich auch den Side Effect sehr gut empfehlen. Aber okay, der ist vielleicht hier und da schon ein bisschen zu bekannt und die Leute sagen, ach komm, gib mir mal ein bisschen was Neues, aber so diese Richtung möchte ich beibehalten. Dann ist der absolut top. Das ist, und der sieht ganz schön ähnlich aus hier, naja, der Narcotic Delight. Da haben wir ihn. Auch der ist süß, würzig, aber der hier ist fruchtiger und irgendwie auch leckerer. Wir haben hier Kirsche mit dabei, ja. Der ist schon cool, ne? Haben auch dieses busige Tabak, süße, vanillige. Ein richtig schönes Parfum für kalte Tage. Trotzdem bist du sexy unterwegs. Kann ich dir sehr empfehlen. Vielleicht auch als Upgrade, falls du sagst, Side Effect ist irgendwie cool, aber irgendwie, es hat nicht ganz gefunkt. Vielleicht funkt es ja hiermit. Bei mir auf jeden Fall richtig gut und der ist auch neu. Ja, top Release. Dann habe ich was für den Februar. Es ist immer noch kalt. Aber das ist so ein Parfum, sehr unterm Radar, finde ich. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Das hier ist von Nishane Fan Your Flames. Ja, vielleicht können wir damit so ein bisschen das Feuer der Leidenschaft etwas entfachen. Auch wenn es draußen kalt ist, ja. Und dieses Parfum, ja, es wärmt auch. Es ist aber auch schon recht holzig und würzig. Ich sage immer so, hier treffen zwei Welten aufeinander. Einmal die Karibik mit Rum und Kokosnuss und diese orientalische, würzige Welt. Richtig schön. Ja, und Haltbarkeit ist wirklich richtig genial. Den sollte man auch tragen, wenn es richtig schön kalt ist. Und das passt leider im Februar sehr gut. Passt. Der März. Ja, endlich wird es vielleicht ein bisschen wärmer. Da haben wir dann auch was? Frühlingsanfang. Was ist für mich der beste Frühlingsduft? Na klar. Dieser grüne Duft hier. Ja, da ist er. Greenly von Parfums de Mali. Die Farbe passt absolut super gut. Wir haben hier einen Apfelduft. Ja, viele sagen, das ist so ein Apfelshampoo. Ich fühle es, ich weiß, was ihr meint, aber ich finde ihn trotzdem sehr schön. Und wenn ich das rieche, bam, dann habe ich richtige Frühlingsvibes. Und vielleicht, ja, es klingt traurig, aber manchmal ist es dann so irgendwie richtig, es ist richtig kalt. Wir haben November, Dezember, ich rieche dran. Und denkst so, boah, bald kommt es wieder, es wird, alles sprießt wieder, die Sonne kommt wieder, es wird wärmer. Das hat so einfach für mich, ja, dieses Feeling von Frühling. Es hat so was Grünes, Zitrisches, es ist super. Ja, ich mag ihn, ganz egal, was andere sagen. Ich finde, das ist so ein richtig wunderbarer Frühlingsduft, synthetisch. Ja, egal, für mich absolut, ja, ich finde ihn super. Der April macht, was er will. Hier brauchen wir natürlich einen Allrounder, weil manchmal ist es super kalt, dann ist es wieder warm und naja, der April macht einfach, was er will. Was passt da gut? Naja, Leighton von Parfums de Mali. Das passt einfach auf den April. Ich würde mal sagen, wir können es ein bisschen unterteilen. Wenn es ein etwas schönerer April ist, den Leighton, den normalen. Wenn es ein bisschen dunkler ist, trister, vielleicht dann ja auch den Leighton Exclusive, könnte man auch machen. Hier hast du einen, mal wieder, Apfelduft. Ja, holzig, süß, vanillig. Ein super Allrounder, super bekannt, weil er einfach funktioniert. Gib Komplimente, der stößt nirgends an, im Gegensatz zum Exclusive. Wenn du nur ein Parfum suchst und es soll Nische sein, es soll einfach wunderbar immer und überall funktionieren, auch wenn er bekannt ist, Leighton, bam, Ende aus. Der Mai. Es wird wärmer, vielleicht soll es ein bisschen zitrischer werden. Dann würde ich sagen, den habe ich richtig aufgetragen im Jahr 23. Das ist der Gladiator von Sorradora. Der ist schon französisch gemacht. Also es ist leicht, angenehm, sehr easy. Auch hier wieder Apfel, ein bisschen Pfefferminz.
hat eine sanfte, leichte, florale Schwingung hier mit drin. Ja, so ein bisschen Ananas hier und so. Es ist sehr schön. Kein Aventus, nein. Ich finde ihn auch recht saftig, würde ich mal das so sagen. Gladiator, sehr unterm Radar, sehr schön. Habe ich für 150 bekommen. Manchmal gibt es ihn auch für 200, aber ihr wisst ja, Preise vergleichen lohnt sich und dafür ist er schon geil. Aber könnte ja günstiger sein. Na klar, genau wie der nächste. Im Juni ein absoluter Super-Hype, aber es ist mein Lieblingsduft. Natürlich, wenn es warm ist, so, dann hast du den hier drauf. Imagination oder Imagination, ganz egal. Das hier ist einfach ein Gedicht der frischen, zitrischen Düfte. Du hast so dieses mediterrane, zitrische hier drin. Ist schon ein geiles Parfum. Mit Tee und so. Ach komm, du kennst den. Brauche ich dir nicht sagen, wie der ist. Das hier ist einfach ein richtig geiler Duft. Und ich finde, der setzt sich einfach von den ganzen anderen frischen und zitrischen Düften irgendwie ab, weil er einfach nichts Besonderes hat. Ja, mit Ambroxan und diese Teenote, das ist schon geil. Wenn der günstiger wäre, ich glaube, der Hype wäre noch krasser. Krassen Hype hat auch dieses Parfum, jedenfalls auf TikTok, auf YouTube jetzt nicht so sehr. Warum hat der Hype hier für den Juli, da würde ich den einsetzen, weil der für den Sommer super passt. Den bekommst du für unter 100 Euro auf 60 ml. Und der ist so einfach zu tragen und der passt so gut, wenn es super warm ist und du jetzt was Unkompliziertes tragen möchtest, einfach frisch, zitrisch riechen, dann hast du den hier drauf. French Riviera, das passt wirklich gut hier von Mancera. Ja, schöner Zitrusmix, Moschus mit bei, aquatisch salzig mit, hat schon sowas leicht blumig, cremiges und deshalb erinnert mich das auch an so eine Body Lotion, wollte ich schon sagen, an so eine Sonnencreme. Es riecht einfach noch Sommer, Sonne, Strand. Also Punkt, Ende aus. Ja, hat den Hype schon verdient, obwohl der jetzt nichts krass Revolutionäres macht. Es riecht einfach nach Sommer, Strand und falls du das möchtest, dann hier kann ich es dir sehr empfehlen. Was ich dir empfehlen kann für den August, das ist ein Parfum, was ich momentan sehr feier. Das hat diese, ich sage immer, kalifornische Lockerheit, Gelassenheit. Das ist von der amerikanischen Marke Le Labo Te Noir 29. Ein Teeduft, der es aber in sich hat. Der wird auch immer holziger. Dann hast du auch in der Basis so ein bisschen was, ja, ich will nicht sagen krass Aneckendes oder so, aber so ein bisschen, so ein kleiner Reibungspunkt ist hier vielleicht mit Tabak und Heu. Sehr interessant. Und dieses Holzige dazu. Fruchtige Feige. Ja, ich finde ihn super gut, aber der ist übertrieben teuer. 2 Euro habe ich dafür bezahlt. Bereue ich aber nicht, weil die Haltbarkeit ist top. Wenn ich den trage im Büro, kommt immer so, oh, was trägst du da? Das ist aber geil. Ist immer noch der hier. Te Noir 29. Der ist cool. Wenn du Teedüfte magst und ein bisschen Geld ausgeben möchtest oder du magst Feige und sowas, hier mal das Näschen ran. Aber ich sag dir, sehr, sehr teuer. Leider. September. Ja, so langsam ist es nicht mehr ganz so heiß. Manchmal aber noch schon. Du möchtest doch so ein bisschen Rest Sommerstimmung behalten, aber trotzdem so langsam Richtung Kälte vielleicht ein bisschen, aber auch nur gehen. Dann ist das vor allem vom Plancor richtig geil. Das ist der God of Fire oder God of Mango. Ich glaube, das würde auch super passen. Ein Mangoduft. Und ja, den trage ich als Kerl auch super gerne. Eine sehr gute Mango. Ich finde nicht, dass es irgendwie synthetisch oder so riecht. Es riecht wirklich wie eine richtige, saftige Mango. So ein bisschen dieses leicht Herbe so mit dabei. Und dann hast du so ein bisschen so einen kleinen Twist. Ich will nicht sagen dunkel, das wäre jetzt wieder zu viel. Aber gut für so ein bisschen was leicht Holziges. Der Duft ist auch recht linear. Du bekommst dann aber so ein bisschen diese Wärme noch. Ja, es wird dann halt ein bisschen holziger, ist auch zu viel. Der Duft wird ein bisschen dunkler, er bekommt mehr Wärme, es wird ein bisschen holziger. Aber er bleibt schön fruchtig, mangohaft. Oh, der ist schon richtig geil. Wenn du auf Mangodüfte stehst, hier mal das Näschen dran. Hier ist Oud drin oder angegeben, aber gar kein Kuhstall oder der ist super gefällig. Und das von der Marke würde man auch, glaube ich, nicht immer so erwarten, aber der ist super, super gefällig, wenn man jedenfalls Mango mag. Wir nähern uns langsam dem Herbst.
mein absoluter Herbstduft, der muss hier mit rein. Das ist der von Givenchy, Gentleman Reservé Privé. Ja, wenn es um Herbst geht, dann hole ich den hier gerne raus, weil der einfach für mich der beste ist für den Herbst. Und den gibt es auch für unter 100 Euro. Top, Preis-Leistung ist hier richtig geil. Und den trägst du von mir auch gerne im Büro, zum Date, Freizeit. Der passt da super, super gut, hat so eine Wärme, eine Tiefe. Schön, ne? Diese Iris hier für dieses Businessmäßige, trotzdem dieses leicht leckere, schokoladig, busige. Ja, ein richtig schönes Parfum, kann ich dir sehr empfehlen. Vielleicht ist das auch ein Update oder ein schöner Twist, wenn du Dior Homme Intense magst. Nur mal so am Rande. November. Kalt, kalt, kalt. Da brauchen wir natürlich wieder was schön Süßes und Naxos würde super passen, aber ich finde ihn noch ein bisschen besser. Auch süß, auch würzig. Das ist von Roger, der Manhattan. Ach Leute, das ist ein Gedicht. Ich weiß, der ist teuer. Ja, aber er ist einfach geil. Ich mag ihn einfach. Habe ich bisher dieses Jahr richtig oft getragen. Und wenn es wieder kalt wird, dann wird der auf jeden Fall noch öfters bei mir auf der Haut landen. Ja, vanillig mit Tabak, dazu so ein bisschen auch was leicht Florales, würde ich mal sagen. Das macht es aber ein bisschen schicker noch. Und so ein paar Kokosraspler, sehr interessant, passt hier wunderbar rein. Das wirkt dadurch jetzt nicht sommerlich, nein, aber das passt irgendwie. Gibt nochmal so einen richtig schönen, so einen anderen Twist. Bringt vielleicht auch ein bisschen noch geile Laune rein. Ja, ey, Manhattan. Teuer, aber geil, das ist der. Dann haben wir Dezember, die Weihnachtszeit geht los, überall läuft Last Christmas, jubu, jubi, jeppa, super toll. Und was passt für mich zu Weihnachten am besten? Das ist so mein Weihnachtsparfum, das habe ich jedenfalls letztes Jahr Heiligabend getragen. Kuschelig, weihnachtlich, ich glaube, so würde ich das sagen. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen businessmäßig, aber naja. Das ist der von Tom Ford, Tabacco Vanille. Da haben wir ihn. Ja, wie riecht er genauso wie das, was hier draufsteht, nach Tabak, Vanille und dazu so, auch ja, recht harzig das Ganze, so getrocknete Früchte, die mit dabei liegen. Das riecht wirklich nach Weihnachten. Also das ist wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den irgendwie im Juni oder sowas trägt. Das ist für mich wirklich der Sweet Spot, vor allem im Dezember. Mein Weihnachtsduft, schön. Also der ist für mich einfach Weihnachten im Flacon. Was ist für dich ein Allrounder im Flacon für die jeweiligen Monate? Wenn du Bock hast, gerne mal mir hier nacheifern und den jeweils besten Duft pro Monat gerne mal kommentieren. Und wenn nicht, auch okay, gerne mal ein Like da lassen und vor allem ein bisschen Spaß oder ein Abo. Das würde mich auch freuen. Und dann sehen wir uns auch bald wieder zum nächsten Video. Mich würde es freuen, euer Allrounder Timo. Wir sehen uns und bis bald.